Ein Rasen, ein Ball, 22 Spieler und viele Tore. Um Fußball geht es heute bei Wuselgrusel. Hallo bei Wuselgusel und die Weltentdecker. Heute geht es bei uns um das Thema Fußball. Und habe ich eigentlich erzählt, ganz nebenbei, dass ich ein ziemlich guter Fußballspieler bin. Trainiere zweimal die Woche und beim letzten Turnier habe ich gleich 2 Tore geschossen. Hallo Simon, die Tore hast du aber bestimmt nur gegen menschliche Torwarte geschossen. Ich bin nämlich der weltbeste Wuseltorwart von ganz Wuslingen. Ja gut, aber Wuslingen ist jetzt aber auch nicht die allergrößte Fußballstadt. Na, bitte? Wir sind die Nummer 2 in der Bundesliga. Und morgen gewinnen wir das Pokalfinale. Mein Verein, der Dynamit Wuslingen 3001. Yeah! Spielt gegen die Loser vom FC Unterwuslingen. Und du stehst im Tor? Cool. Wenn du magst, dann kann ich dich ein bisschen warm schießen. Ich meine, immerhin habe ich beim letzten Turnier gleich 2 Tore. Ja, ich weiß schon. Nein, lass mal, Simon. Das übernimmt mein Torschusshammer Ronaldo 3001. Und du trainierst lieber mit einer Maschine als mit mir? Ich meine, funktioniert dieses Ding überhaupt? Was machst du denn? Ich darf mich auf keinen Fall verletzen. Tut mir leid, Wuse. Bist du okay? Mal sehen. Bauch? Au! Tut weh. Stirn? Ah! Tut weh. Linkes Knie? Ah! Tut weh. Rechtes Ohr? Ah! Tut weh. Linke Schulter? Ah! Tut weh. Simons Hand? Ah! Tut weh. Buzzer? Ah! Tut weh. Oh, alles, was ich anfasse, tut weh. Oh, ruf den Notarzt. Wusel, deine Hand ist verletzt, deswegen tut's überall weh. Hä? Ah! Ja, aber auch mit einer verstauchten Hand kann ich morgen nicht spielen. Es tut mir leid, Wusel. Weltentdecker Marc soll sich mal bei einem richtigen Bundesliga-Verein umschauen. Die haben doch da auch immer so ein Team aus Wunderärzten. Au, das tut voll weh! Ja, Entschuldigung, die war das. Ob es hier Wunderärzte gibt, das weiß ich leider nicht. Aber was ich dir versprechen kann, lieber Wusel, ist, dass ich einen ganzen Tag lang hinter den Kulissen einer Profifußballmannschaft verbringe, um herauszufinden, was alles funktionieren muss, damit die Jungs auf absolut hohem Niveau spielen können. Ich bin hier beim FC Schalke 04 und perfekt ausgestattet dank deines Shirts. Der FC Schalke 04, gegründet 1904 und deshalb der Name, ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballvereine. Das Heimstadion steht in der Stadt Gelsenkirch. Und man kann schon sagen, die ganze Stadt ist fußballverrückt. Wir sind jetzt hier, wo die Nervosität vor dem Spiel den Höhepunkt erreicht. Das ist der Spielertunnel und der führt direkt ins Stadion. Hier steht Schalke 04 und hier die Auswärtsmannschaft. Die stehen sich gegenüber das erste Mal und hören 64.000 johlende Zuschauer. Und was das für die bedeutet, will ich mir gar nicht ausmalen. Das ist der Wahnsinn. Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten weltweit. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Ball. Spielen lässt sich fast überall. Der erste Fußballverband wurde vor 150 Jahren in England gegründet. Die Football Association. Er legte Regeln fest, die heute noch gelten. Abseits, Freistoß oder Eckball. Alleine in Deutschland spielen etwa 10 Millionen Menschen Fußball, auch immer mehr Mädchen und Frauen. Kaum vorstellbar. Noch 1955 verbot der Deutsche Fußballbund Frauen, professionell zu spielen. Ihr Spiel sähe nicht gut aus. Inzwischen waren die deutschen Fußballfrauen schon zweimal Weltmeister. 1974 wurde zum ersten Mal eine rote Karte vergeben, im Länderspiel Chile-Deutschland. Wer die bekommt, muss sofort vom Platz. Mit einer gelben Karte wird erstmal nur verwarnt. Als Vorbild dienen die Farben von Verkehrsampeln. Doch trotz aller Regeln ist Fußball vor allem eines: ein Mannschaftssport, der Spaß macht und verbindet. Wow. Wir sind hier jetzt an einem ganz besonderen Ort, und zwar in der Kabine der Heimmannschaft. Und das hier ist der Enrico. Der Enrico ist Zeugwart bei der Mannschaft. Und was bedeutet das? Für die ganze Ausrüstung bin ich zuständig, von Trikots,
Hose, Stutzen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, alles, was ein Fußballspieler so braucht. So eine Ausrüstung darf ich heute bereitlegen. Wichtig ist, die Nummer kommt immer nach vorne. Da es keine festen Plätze gibt, soll jeder Spieler gleich seine Ausrüstung finden. Die Fußballschuhe haben unter der Sohle eine Besonderheit. Ach, und die haben jetzt Stollen. Ne? Genau. Warum haben Fußballschuhe Stollen? Dass man eben standfester ist, ne? Mhm. Wenn es dann gerade auch nass ist, wenn der Boden nass ist, dass man nicht wegrutscht. So, ne? Normalerweise gibt es die Nocken hier, sind aus Plastik. Die tut man bei harten Böden im Sommer oder auch beim Training meistens nutzen. Und bei Spielen kommen dann eben die Alustollen dann zum Einsatz, damit man standfester ist draußen. Interessant. Dann mal hin damit. Und wie ist der Kontakt aber so zu denen? Ist das ein? Ja, persönlich, ne? Ja. Das sind ja Kollegen, man ist tagtäglich mit denen zusammen. Ja. Sind die schon sehr eitel oder sind die ganz umgänglich? Ja. Ich bin ja auch eitel. Ja. Wer ist denn nicht eitel? Ne? Naja, bin ich auch. Enrico, vielen Dank. Gerne. Und bis dann. Tschüss. Alles klar, ciao. Hey, Wusel. Oh, hallo, Marc. Meine Hand geht schon wieder besser. Ist nur noch ein bisschen steif. Wie gehen denn die Bundesliga-Fußballer mit sowas um? Die haben ganze medizinische Abteilungen, die sich nur um die Gesundheit der Spieler kümmern. Aber, Wusel, Ruhe und Geduld sind immer noch die besten Heilmittel. Ruhe und Geduld, das hilft mir nicht. Ich muss morgen fit sein. Aber zum Glück habe ich mir den Dehn- und Streck 3001 gebaut. Das sieht nicht ganz ungefährlich aus, Wusel. Ja, pass auf, so funktioniert der. Wenn du meinst, bis dann. Die Ausrüstung liegt bereit. Meine nächste Station ist groß, grün und das Heiligtum jedes Fußballstadions. Wusel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich darf jetzt was machen, das dürfen nur ganz wenige Leute. Um genau zu sein, nur die Spieler, die spielen. Ich darf auf den Original-Spielrasen von Schalke 04. Und das ist er. Der ist unfassbar schön gepflegt und weich. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie sich das hier anfühlt. Hier werden die entscheidenden Spiele verloren oder gewonnen. Und das passiert wirklich auf dem Rasen hier. Wie ihr aber richtig seht, fehlt das Stadion drumherum. Das Stadion von Schalke 04 hat eine Weltbesonderheit. Der Rasen kann rein und rausgefahren werden. So ist er bei anderen Veranstaltungen, zum Beispiel Konzerten, geschützt. Und er bekommt Luft, Licht und Wasser. Ist also immer super gepflegt und spielbereit. So, ich bin jetzt bei einer absoluten Legende vom FC Schalke 04. Martin Max, hallo. Ehre für mich, dass du uns hier empfängst. Sehr gerne. Martin Max spielt Fußball, seit er 8 Jahre alt ist. Er spielte unter anderem für Schalke und 1860 München. Sein größter Erfolg war der Sieg im UEFA-Pokal 1997 mit Schalke. Was muss man mitbringen, um Profi zu werden? Was macht ein Profi aus? Also vor allem im jungen Alter fängt es ja an. Also wenn sich andere mit Freunden treffen, ein Eis essen gehen, dann musst du halt fleißig sein und trotzdem trainieren. Mhm. Man verzichtet schon auf viel, aber man kann auf der anderen Seite, gibt der Sport natürlich auch so viel zurück. Ja, gerade vor solchen Fans zu spielen dann ja auch. Ja. Und die Jungs verdienen ja auch natürlich auch ein gutes Geld, also so ist es auch nicht. Das heißt, es gibt natürlich überall Vor- und Nachteile, aber ich glaube, dass die Vorteile überwiegen, weil man diesen Sport einfach liebt. Von klein auf. Es ist schon alles so gut organisiert, dass man einfach nur Spaß haben muss, kicken muss, ja, und dann wird man schon entdeckt, wenn man gut ist. Kann ich denn noch entdeckt werden? Kann ich noch irgendwie ein guter Kicker werden? Ja, ich glaube, bei dir ist jetzt der Zug so langsam abgefahren. Das ist aber blöd. Martin, hast du irgendeinen guten Trick für mich, den ich mir so ein bisschen aneignen könnte? Ja, okay, ich versuch's mal. Oh. So, jetzt du. Jetzt ich? Pass auf, warte. Den krieg ich hin. Ja, fast. Ist doch so die Art, ja, Richtung schon, okay, oder? Gut. Sehr cool. Martin, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Dankeschön, mir ebenso. Dann werde ich mal sehen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Meine nächste Station ist, extra für Wusel, bei einem von Schalkes Wunderärzten. Naja, sowas ähnlichem. Zurück ins Studio. Hallo zurück. Und, Wusel, geht's? Ja. Es ist wie verhext. Meine Hand ist wieder okay, aber jetzt ist mein Knie überdehnt. Oh, ja. Oh, so ein Mist. Und jetzt? Jetzt sage ich herzlichen Glückwunsch. Hä? Ja, du bist der neue Torwart und spielst mit beim Pokalfinale des Dynamit Wuslingen. Yeah! Gegen den FC Unterwuslingen. Das
danke, das ist natürlich eine Riesenehre, aber ich weiß doch gar nicht, wie in Wusling Fußball gespielt wird. Ach, genauso wie bei euch Menschen. Na gut, es gibt statt gelben Karten gelbes Dynamit. Da musst du gut aufpassen. Du bist bei Explosionen ja immer so ein bisschen, sagen wir mal, empfindlich. Ja, und bei roten Karten gibt es rotes Dynamit, stimmt's? Kleiner Tipp. Nach dem gelben Dynamit nicht mehr faulen. Auf gar keinen Fall. Okay, aber Wusel, ich bin doch gar kein richtig ausgebildeter Torwart. Kein Problem. Du kriegst ja meine Spezialhandschuhe Meiersepp Ultrakleb 3001. Und die sind erlaubt? Ja, wie willst du denn sonst den Schuss eines 3001er Kanonenschuhs abwehren? Wusel, ich würde mir das gerne lieber noch mal überlegen. Siehst du, so entgeht dir kein Ball mehr. Ja, aber Wusel, so kann ich den doch gar nicht mehr abspielen. Ach, komm mal her. Keine Panik, ich habe schon eine neue Idee. Es passiert ja gar nichts. Naja, mehr Kraft und mehr Ausdauer kriegst du nicht bis morgen. Aber mehr Arme schon. Mit meinem Torwartstrahler Manus Quadruple 3001. Wusel! Mach die weg! Ach, du gewöhnst dich da schon dran. Schau dir doch mal das Wuselpokal-Endspiel vom letzten Jahr an. Hier. Danke. Weiter geht es übrigens mit Weltentdecker Mark auf Schalke. Und da darfst du mitspielen. Du musst überglücklich sein. Er ist glücklich. Falls ihr euch jetzt wundert, ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht. Ich bin hier nämlich bei einem Physiotherapeuten und zwar dem Dennis. Dennis, was macht so ein Physiotherapeut? Wir kümmern uns um den Gesundheitszustand der Spieler, kümmern uns da um die Funktionalität der Gelenke. Da hat es gerade so ein bisschen geknackt. Was machst denn du da gerade bei mir? Mobilisieren heißt das bei uns im Jargon. Aha. Dass alles gut schmiert, das Gelenk letztendlich frei ist, nicht verhakt ist und ja, optimal bewegen kann. Manchmal ist es ja so, dass man den Fußballer sieht, wie er gefoult wird und dann umfällt und wirklich sich vor Schmerzen windet und aber dann ein paar Minuten später wieder den Sprint anlegen kann. Woran liegt das? Seid ihr wirklich Wunderheiler? Seid ihr Wunderärzte? ja. nein. Nein, die Spieler auf dem Platz, die fühlen am Anfang große Schmerzen, wenn sie umknicken oder einen Schlag bekommen. Dann kann man das schnell beheben durch eine Eiskompression oder ein Eisspray oder dergleichen. Dann auch eine Bestätigung vom Arzt hilft dann, dass alles in Ordnung ist und dass es dann auch weitergeht. Ne? Also der erste Schmerz ist dann meist genommen. Lebt ihr das auch? Fiebert ihr auch wirklich dann mit jedem Spiel mit? Ja, also ob man selbst auf dem Platz ist. Ja. Also so ist es schon. Wirklich? Ja, das ist... Das ist halt die Leidenschaft, das Herz für den Sport. Dann sind wir ein Team, gewinnen, verlieren zusammen. Ja, macht Spaß. Meistens bei den Siegen natürlich. Ne? Ja, natürlich. So, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie die Profis sich fühlen. Und ich glaube, mit dem Knie werde ich besser laufen können als jemals zuvor. Ja. Vielen Dank, schön. Dennis. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ich mache mich zur nächsten Station. Ja, gerne. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Die nächste Station ist jemand, der vielleicht genauso wichtig ist wie der Trainer, der Mannschaftskoch. David, was ist das Geheimnis, was essen Fußballer? Im Endeffekt essen sie fast alles, ne? Aber sie sollten halt darauf achten, dass während des Spiels oder vor den Spielen und während der Trainingsphase, dass sie da halt viele gesunde Sachen essen. Mhm. Damit der Energiespeicher vollgeladen wird, da essen sie meistens Nudeln mit Pesto zum Beispiel, ist hier der Renner auf Schalke. Ja, ist es ja, so? Ja, das essen sehr viele oder am liebsten alle. Ja. Aber auch Gemüse, Brokkoli, Kohlrabi, alles, was viel Vitamin C hat. Und wann ist der späteste Zeitpunkt, zu dem die Spieler was essen dürfen, vom Spiel? Also 200 Minuten vorher, damit der Körper das halt noch vor dem Spiel alles abbauen kann. Ja. Da darf auch 200 Minuten, sagst du? Genau, das sind dann über 3 Stunden sogar, okay, dass der Körper alles gut abbauen kann. Hast du denn so einen Geheimtipp fürs Durstlöschen, wenn man den ganzen Tag Fußball gespielt hat und dann braucht man was, um wieder richtig fit zu werden? Hast du dann? Ja, unsere Spieler trinken halt nur wirklich Wasser. Wasser. Stilles Wasser. Keine Cola, keine Spezi, nee, keine... also das auf gar keinen Fall. Ja. Also keine Cola, keine Spezi, keine Energy Drinks auch oder kein so. Energy Drink. Nee, also das auf keinen Fall. Okay. Und gibt es Unterschiede zwischen Gewinnen und Niederlagen? Also haben die Spieler vielleicht nach Gewinnen Lust auf was anderes als bei Niederlagen? Würde ich jetzt nicht so sehen.
ich bin eher so der Meinung, dass wenn sie gewonnen haben, belohne ich sie mit einem guten Essen. Und wenn sie verloren haben, tröste ich sie mit einem guten Essen. So denke ich darüber. Sehr persönliche Antwort. Ja. Herzlichen Dank, David. Ja, bitte. Das war sehr, Problem. Sehr spannend. Tschüss. Tschüss. Hi, Simon. Vertrittst du Wusel etwa bei seinem explosiven Pokalspiel? Ja, eigentlich schon. Aber sag mal, wie sagt man das eigentlich, wenn man bei einem Fußballspiel nicht mitmachen möchte zu seinem Freund, Trainer, ohne dass er enttäuscht ist? Boah, das ist schwierig. Wenn das Wusel ist, sag nicht, dass ich gefragt habe. Oh, okay, ciao. Hallo, Marc. Sag bitte keinem, dass ich frage, aber wie sagt man einem Spieler, dass er nicht mitspielen kann, so dass er nicht enttäuscht ist? Wusel, ich habe einen Vorschlag. Warum sprecht ihr nicht einfach offen und ehrlich miteinander, du und Simon? Was? Wie soll uns denn das helfen? Da kommt Simon. Tschüss. Was bei den beiden wohl los ist? Meine letzte Station bei Schalke wird eine fußballerische Herausforderung. Mehr weiß ich allerdings noch nicht. So, ich bin jetzt hier auf dem Trainingsplatz bei dem Torwart der U23 beim Sören. Genau. Sören, der Martin Max hat mich hierher geschickt und hat irgendwas von der Challenge erzählt. Was passiert denn jetzt? Wir machen ein kleines Elfmeterschießen. Elfmeterschießen? Ich gegen dich? Du gegen mich, genau. Okay, und dann Best of Three? Drei gewinnt? So können wir es machen, gerne. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber davor habe ich noch ein paar Fragen. Wie bist du Torwart geworden? Bei mir ging das relativ schnell. Ich war mal Feldspieler, aber ich bin dann relativ schnell ins Tor gekommen, weil mir das einfach mehr Spaß gemacht hat. Mhm. Und juckt es dich dann immer noch, von hinten manchmal vielleicht nach vorne zu preschen, wenn die da vorne das Ding nicht machen? Manchmal schon, ja? Aber letztendlich habe ich mehr Spaß daran, mal in der 90. Minute dann auch einen Ball zu halten. Und was ist für dich so das Besondere am Torwartsein? Das Besondere ist, dass man viel Verantwortung trägt für die Mannschaft und der Mannschaft auch mal ein Spiel gewinnen kann. Wenn man viele Bälle hält, gute Aktionen hat, das macht schon Spaß. Das klingt nach sehr vielen schönen Momenten, aber gibt es denn auch so ein paar blöde, schlechte Momente als Torwart? Ja, wenn man Fehler macht und der dann auch mal dazu führt, dass man ein Spiel verliert. Aber das ist das Schöne und das Unschöne auf der Position. Und man gewinnt als Mannschaft und verliert als Mannschaft. Man genau, so ist es. Ciao, Sören. Dann geht's los. Packen wir's. Der Elfmeterpunkt ist übrigens nur 10,9728 Meter vom Tor entfernt. Die Regel wurde in England erfunden. Dort beträgt der Abstand 12 Yards und das sind eben 10,9728 Meter. Jetzt pack ich, Wusel. Dreimal, er hat doch gelacht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich auch breitbeinig hinstellen. Oh! Knapp. Der Ball erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h. Also bei mir eher nicht. So. Nochmal eine Chance, das war erstmal zum Warmmachen. Da bleibt kaum Zeit zu reagieren. Der Torwart muss sich für eine Ecke entscheiden, bevor der Ball losfliegt. Ah! Da warst du aber knapp dran, ne? Ja, aber Glück. Da warst du knapp dran. Aber der war extrem platziert und hart geschossen. Da kann man auch nichts machen. Aber ich will da nicht übermütig werden, weil den ersten habe ich ja schon versemmelt. Und jetzt geht's ums Ganze. So ein richtig langer Anlauf ist doch wahrscheinlich auch ganz gut, ne? Kann helfen, muss aber nicht. Was soll man machen? Demnach habe ich verloren, oder Sören? Hat fast gereicht, aber nicht ganz. Ey, einmal vorbei, brillant gehalten. Hast du das gesehen? Den zweiten oder den letzten, ja. Ja. Habe ich gesehen, wo du hinschießt. Aber lass euch sagen, du bist der Profi und ich nicht. Deswegen ist das schon gerechtfertigt, dass du gewonnen hast. Sören, es hat mir mega viel Spaß gemacht bei euch. Vielen, danke. Vielen Dank. Wie sagt man bei euch Tschüss? Glück auf. Glück auf. Das ist der typische Schalke-Gruß. Okay, dann Glück auf zum Wusel und zu Simon. Ich gebe zurück zu euch ins Studio. Oh, ich kann da morgen unmöglich mitspielen. Das ist ja schon für Wusel total gefährlich. Wie sag ich das nur Wusel? Hallo Wusel!
Paul! Na, hallo Simon, schön dich zu sehen. Na, hat dir das Spiel gefallen? Ist vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich für Menschen, oder? Nein, super Spiel. Ich kann es wirklich kaum erwarten, für dich morgen im Tor zu stehen. Der Wuselfußball ist dem Menschlichen ja total überlegen. Aber du bist ja auch ein ganz außergewöhnlich guter Torwart. Das möchte ich hier gerne noch mal betonen. Gut, ja, aber außergewöhnlich gut? Also ich weiß nicht, ob ich mit diesem exzellenten Niveau von Wuseling mithalten kann. Hier stimmt doch was nicht. Du bist so komisch nett. Du aber auch. Vorschlag. Jeder sagt bei drei, was er dem anderen sagen möchte. Okay. Eins, zwei, drei. Du bist echt super! Okay, neuer Vorschlag. Jeder sagt bei drei dem anderen, was er ihm wirklich sagen möchte, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Du ich kannst morgen nicht mitspielen. Was? Warum denn nicht? Wusel, wir wollen doch genau dasselbe. Stimmt. Ja, und es macht dir wirklich nichts aus, nicht mitzuspielen? Mein Knie ist nämlich wieder gut. Guck. Oh ja, super. Nein, ich bin so erleichtert und ich verspreche dir, ich werde dich von der Tribüne anfeuern, okay? Ah, cool. Dann brauchst du das hier. Eine Wuswusela 3001. Mit der kannst du den glorreichen FC Dynamit Wuslingen im Spiel gegen den FC Unterwuslingen anfeuern. Wow, cool. Die Dinger kenne ich noch von der WM in Südafrika. Ja, nur waren die damals viel zu leise. Super. Bis dann. Ja, tschüss. Emma fragt in den Kommentaren, wie lange kannst du die Luft anhalten? Tja, Emma, genauso lange, bis ihr ein neues Video auswählt. Habt ihr schon jetzt ausgewählt? Ich bin hier schon ganz blau angelaufen.